Dieses Mal in der Raubfisch-Kunstköder-Porträt der Laydown-Minnow von Norris. Ein absolut gefährlicher Twitch-Bait für große Barsche. Geiles Ding. Twitchbait bedeutet, dass er vom Angler animiert wird durch Rucken und kleine Schläge, schon richtig, mit der Rute, die den Köder zum Aufblitzen und zum Ausbrechen bringen. Aber was der Laydown Minnow ganz besonders kann, ist schlagartig sich einzufrieren und auf der Stelle in der Wassersäule stehen zu bleiben. Und genau in dem Moment hackt der große Barsch drauf und nimmt ihn. Maxe war mit dem Laydown Minnow unterwegs auf verschiedenen Seen und hat ein paar schöne Bilder vom Barschangeln mitgebracht. Yes! Schönes Ding. Paar Mal angetwitscht und bam! Oh, das ist es. Da muss man ein bisschen aufpassen mit den Drillingen. Die sind so scharf, dass sie natürlich auch schnell in deiner Hand landen können. Oh, ein Ding. Ein Ding. Yes! Das Schöne bei dem Ding ist, dass wenn du ihn twitcht, dass er sofort wieder in seiner Ausgangsposition ist. Er ist ein Suspender, also schwebend. Treibt nicht hoch, also treibt nicht auf und geht nicht unter. Und wenn du den schlägst, dann geht er von links nach rechts und bleibt aber sofort gerade wieder stehen. Und das sind halt genau diese Momente in diesen Pausen von diesen Twitches, wo der Barsch dann sagt, lecker, da gehe ich mal rauf. Das ist ganz extrem wichtig, dass ein guter Twitchbait genau das kann. Und das kann er tatsächlich in allen Größen und auch in allen Aktionen. Also ob er jetzt tieflaufend ist, flachlaufend ist. Er hat halt immer diese geile Suspending-Aktion und ist sofort steht er gerade wieder da. Und kann halt genommen werden. Oh, so geil, so geil. Hier muss ich jetzt aufpassen. Sehr schön. Oh, ein schönes Ding. Ein schönes Ding. Kurz getwitcht, kurze Pause, kurz stehen lassen, bam! Yes! Herrlich! Ganz hervorragend! Oh. Quick Release! Vom Laydown Minnow gibt es drei Varianten und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die großen laufen ungefähr einen Meter tief, die kleineren laufen von 30 bis 50 cm tief, der mittlere auch und der Tiefläufer, den schafft man bis maximal 2 Meter runter getwitcht. Aber Achtung, wir reden die ganze Zeit übers Twitchen. Der läuft auch Slow Retrieve, das heißt einfach langsam monoton gekurbelt, astrein und fängig. Für viele Angler ist es extrem wichtig zu wissen, hat mein Hardbait Rasseln, macht der Krach und wenn ja, wie viel. Bei dem großen Flachläufer gibt es beide Varianten, Silent und mit Rasseln. Der kleine Flachläufer, den gibt es nur mit Rasseln und interessant ist, dass der Tiefläufer nur eine Rasselkugel drin hat und damit eine Low Noise macht, also Minimalgeräusche. Und das ist auch super durchdacht, dass der Flachläufer so viele Rasseln hat, weil du damit die Barsche richtig hochjagen kannst. Von den Dekoren gibt es diese leicht durchsichtigen reflektierenden, die so eine kleine Reflektionsfolie hier drin haben, aber auch gedeckte Dekore, um auch Kontraste mit abzubilden. Da könnt ihr bei Camo Tackle gern mal durchschauen, da gibt es sehr, sehr viele Varianten, die man dann durchprobieren kann und dann findet man schon sein Traummatch. Wir sind jetzt an einem Spot, relativ ufernah, aber hier ist es 10 Meter tief. Wir versuchen es mit dem Tiefläufer,
Der ist nicht nur für geile Krautfelder gut gemacht, ja, sondern auch für tieferes Wasser. Warum ist das hier interessant? Hier gibt es versunkene Bäume und diese im Wasser liegenden Baumkronen, die relativieren die Tiefe so ein bisschen. Und überall steht Futter. Es ist überall alles voll mit Futterfisch. Ungefähr fingerlang. Und wir fallen mit dem Lay Down Minnow überhaupt erstmal richtig auf. Mit dem Gummifisch so richtig. Aber Twitchbait, das ist ein anderer Fisch. Oh! Ah, wieder weg. Let's go for it. Oh! Das gibt's nicht. Niemand lacht über meinen improvisierten Kescher. Oha! Schönes Ding! Der kann sich doch schon sehen lassen. Bild schön. Schön sind sie alle. Aber der hat gewummert. Der steht jetzt etwas besser drinne, mein lieber Schieber. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein Ding, ein Ding. Oh yes. Ja. Das ist es. Bitte nicht lachen über meine wunderschöne improvisierte Kescherlösung, das ist ein wunderbarer Forellenkescher am Besenstiel mit Gafferklebeband. Oh yes. Oh, da freue ich mich, da freue ich mich. Diese Barsche, dieses Twitchen, diese Bisse auf diese Köder, das ist einfach geil. Ja. Ja. Hopp, kann ich auch noch rausheben. Das ist natürlich Frequenzangeln vom Allerfeinsten. Dafür ist er bekannt, das kann er. Frequenz, Frequenz, Frequenz. Der Laydown Minnow von Norris ist ein japanischer Wobbler und der hat in der Barsch-Szene, auch hier in Deutschland, für viel Furore gesorgt und viele Leute wollten den haben, haben ihn aber nicht richtig rangekriegt. Camo Tackle hat sich da ins Zeug gelegt und immer mal wieder Chargen bekommen. Aber jetzt haben sie das im Griff und bieten den in einer breiten Facette mit verschiedenen Größen und Dekoren an. Die Haken, die mitgeliefert werden, sind nadelscharf. Dafür sind die Japaner aber bekannt, dass sie an ihre edlen Hardbaits da wirklich nur das Beste ranhängen. Und die Spitze ist aber auch leicht nach außen gewölbt, sehr griffig. Also wenn er den in der Standphase auch nur so annascht, bleibt er schon kleben. Bei der Größe hier, bei der mittleren Größe hätte man den, ja, mit zwei Drillingen wäre man da ausgekommen, kann man den mittleren Drilling eigentlich auch gut abmachen. Ne, also da braucht man keine drei Drillinge, gerade beim Barschangeln nicht. Ne. Und also der Haken hier, der ist wirklich richtig, richtig giftig. Der Laydown Minnow von Norris kommt mit einem Snap schon aus der Packung rausgekullert. Und bitte nicht den Fehler machen, den Snap in den Snap, den du am Vorfach hast, einzuhängen, sondern entweder nutze den Snap, der dran ist, oder mach den ab und leg ihn dir in die Kiste. Der Elfer Laydown Minnow und nicht nur der ist durch seinen flachen, attraktiven Lauf natürlich extrem hechtgefährlich. Deswegen dem Hecht zuliebe und auch wer seine Hardbaits liebt, Stahlvorfach fischen. Aber am besten dünnes Zeug nehmen, welches den Lauf nicht beeinträchtigt. Und wer aus seinen Laydown Minnows das meiste vom Lauf rausholen will mit dem Twitchen, fischt monophile Hauptschnur. Das mal als Tipp. Geiles Ding. Zweiter Wurf? Zweiter Wurf, glaube ich. Unser Fazit vom Laydown Minnow von Norris. Eine absolute Barschwaffe. Jeder Barschliebhaber, der gern mit Hardbaits angelt, sollte ihn haben. Da soll in keiner Box fehlen. Und wir werden damit mit den Modellen, die hier liegen, auch noch den ein oder anderen großen Barsch rauskitzeln. Oh, yes.
Und schön sind sie alle. Sehr schön, sehr, sehr schön, eine super spaßige Angelei.